Diesen Tag habe ich erlebt, und zwar am Radio, und ich habe ihn mehr oder weniger wirklich glücklich empfunden, dass Deutschland, die Westprovinz sozusagen, na, damals waren wir ja noch vereint, sportlich, ja, dass man doch wieder mal einen internationalen Erfolg gehabt hat. Also, es war für viele wirklich ein internationaler Erfolg, nachdem man ja vorher sportlich bis in die Jahre 50 sowas vom internationalen Sport überhaupt ausgeschlossen war. Und jetzt konnte man wieder machen. Und Sie werden mich gleich fragen, was war mit der Meisterschaft selber da drüben? Das Spiel gegen Ungarn in der Vorrunde, wo sie 8-3 verloren haben. Ja, Gott, man hat die Leute zerrissen in der Presse. Aber ich glaube, dass der Herr Berger doch ein sehr guter Taktiker war. Er hat es verstanden, erstmal diese Mannschaft so zu fügen und mit Reservespielern gegen Ungarn anzutreten und die guten Spieler, die echten Spieler, also die Elitespieler schonen fürs Endspiel. Und wie das dritte Tor durch Molok gefallen ist, da war ja praktisch eine gewisse Euro. Naja, richtig ein Erfolg da gewesen. Ja. Also ich habe es damals am Radio verfolgt, und das war für mich schon eine gewisse Genugtuung. Denn nachdem ja Ungarn als Favorit ins Spiel gegangen ist und Ungarn ja praktisch alle Spiele vorher mit ihrer Meisterelf enorm Erfolge erzielt hatte. Und Deutschland, es war halt Kaiserslautern, die Mannschaft, die Blockmannschaft von Kaiserslautern, die Gebrüder Walter und die Leute, wie sie alle hießen, die haben natürlich schon. Welche Bedeutung hatte denn dieser Titel in der damaligen Zeit für die Deutschen? Ja, es war, wie schon gesagt, ein sportlicher Erfolg, und wir sind wieder jemand im Fußball, denn wir müssen uns immer wieder sehen, und man sieht es ja heute immer wieder. Fußball ist ja kein Spiel der einzelnen Straßenmannschaften, wenn man so betrachtet. Fußball ist ja wirklich heutzutage ein Geschäft. Das war es damals noch nicht, denn damals hatten ja die Spieler wirklich noch für ein Butterbrot gespielt. Und heute ist natürlich ein Geschäft daraus gemacht worden.